Für den Hackbraten habe ich hier 1 Kilo Gaktus, anderthalb Zwiebel mittelgroß, 2 Eier dürfen auch nicht fehlen, Gewürze nach Wahl, in meinem Fall Pfeffer, Curry und natürlich Paprika. Und zum Schluss ein bisschen Petersilie, in meinem Fall anderthalb Hände voll. Das alles gut mischen. Weiter geht's mit dem Spinat, natürlich gewaschen und die dicken Stängel alle ab und dann einfach ein bisschen blanchieren. Der Spinat ist soweit fertig, abgetropft und ein bisschen kleingeschnitten. Nebenbei habe ich ein paar Pilze vorbereitet, in meinem Fall aus der Dose. Solltet ihr frische bevorzugen, müsst ihr die natürlich dann auch vorher ein bisschen anbraten und dann, so wie hier, kleinschneiden. Das Hackfleisch gleichmäßig flach auf Backpapier verteilen. Darauf zuerst den Spinat verteilen. Dann kommen die Pilze. Und was natürlich überhaupt nicht fehlen darf, ist Käse. Ich habe jetzt hier mal Cheddar genommen, aber ihr habt ja freie Auswahl. Mit Hilfe des Backpapiers jetzt einfach nur noch vorsichtig zusammenrollen. Wie man aber auch sieht, am Ende habe ich etwas Platz gelassen, damit ich dann hoffentlich nachher einen anständigen Abschluss habe. Komische Anleitung, die ich da gefunden habe, weil von da aus, wenn wir es zusammengerollt haben, sollen wir es auf alle Folie packen. Warum denn nicht gleich von Anfang an? Also macht es direkt mit Alufolie, weil die Hälfte ist bei mir leider auseinandergegangen. Und wenn ich euch das jetzt ganz zeige, dann fällt es ganz auseinander. Das versuche ich jetzt zu vermeiden. So, da kommt gleich noch eine Schicht drum und dann rein in den Backofen, beziehungsweise in meinem Fall in die Twin Fry. Für die Soße brauchen wir 1 Teelöffel Senf, 2 Esslöffel Tomatenmark, 3 Esslöffel Sojasauce. Und dann kommt da noch 1 Esslöffel Honig dazu und dann alles schön verrühren. Da liegt er nun. Wie gesagt, eine Folie ist dann nochmal drum gewickelt worden. So, bei 180 Grad 60 bis 80 Minuten im Backofen war das ursprüngliche Rezept oder die Anleitung. Ich mache das natürlich auch auf 180, aber erstmal 50 Minuten. Ich messe nachher mal ein bisschen Temperatur und da kommt ja nachher, kurz vor Schluss, kommt ja noch eine Soße darüber. Ja, dann let's start. So, 40 Minuten sind erst rum. Wir schauen mal. 72 Grad soll es ungefähr haben. Was? Wir sind schon bei 93. Das ist ja überfällig. Oder war ich einfach. Wir gehen mal da rein. Jo, wir haben 80. Das scheint zu viel sein. Oder da liegt eine Flüssigkeit. Wir schauen nach. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ganz oben haben wir eine kleine Bräunung. Wie die da hinkommt, keine Ahnung. War ja richtig eingewickelt. Aber ich habe gerade nochmal nachgemessen. 79,9 hat er. Also mehr als Fieber und mehr als er eigentlich soll. Eigentlich nur 70, 72. Ja gut, dann mache ich jetzt die angerührte Soße darüber. Und laut Rezept oder Anleitung soll es nochmal 10 Minuten auf Grillfunktion machen. Ja, dann bin ich ja echt sehr gespannt, wie durch das Ding gleich ist. So sieht das Ganze jetzt einbalsamiert aus und jetzt geht der bei 230 Grad und 10 Minuten geht der noch mal rein, aber auf Grill. Let's go. Ja, ich mache auf jeden Fall auf, bevor die ersten Rauchschwaden kommen, weil es duftet trotzdem sehr gut. Ah, ich habe es mal fast gedacht. Oben leichte Bräunung, kurz vor Schwarz oder aus Schwarz. Ich hole ihn raus, ich gucke mal rein. Fragt mich nicht, wie ich den da rausgekriegt habe. Ich habe da so eine Bagger-Version rausgemacht. So, da haben wir die paar Stückchen. Ja, die andere Hälfte liegt noch auf dem anderen Teller. So, eins kann ich schon mal verraten. Bei mir sind zu viele Flüssigkeiten noch vorhanden gewesen. Ich denke mal, das war unter anderem von den Pilzen bzw. aus dem Spinat, obwohl da eigentlich relativ viel Wasser rausgezogen habe. Ja gut, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Und die Füllung ist in dem Sinne auch zu viel. So, ich probiere dann einfach mal. Ja, ist lecker. Und auch saftig. Ich habe ja eigentlich gedacht, der wird bei der vielen Hitze, wird der trocken, aber nein, ganz im Gegenteil. Gut, also 40 Minuten und 5 Minuten zum Grillen nochmal oben drüber, damit das hier oben ein bisschen kross wird. Ja, dann
Wunderbar, das war also mein letzter Test mit großen Sachen. Dann heißt der Rest immer 5 bis 10 Minuten abziehen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Euer Meise.